In Summe aller Maßnahmen ergibt sich für ein in 2015 ganzjährig amtierendes Vorstandsmitglied ein gegenüber dem Vorjahr um 57% reduzierter Auszahlungsbetrag. Es gab durchaus Aufmerksamkeit für die Erklärung von Herrn Pötsch für die vermeintlichen Beiträge des Vorstandes zur Gesundung von Volkswagen. Die Realität ist allerdings in einigen Punkten durchaus anders. Das betrifft zum Beispiel die Auswirkung des Verlustes von 4,1 Milliarden auf die langfristige Vergütungskomponente. Da hat er gesagt, wir haben die Zahl für den operativen Gewinn für 2015 auf Null gestellt. Wurde zusätzlich die Sondervergütung der Vorstandsmitglieder für das Geschäftsjahr 2015 dahingehend geändert, dass für die Zwecke der Ermittlung der Sondervergütung das operative Ergebnis für das Geschäftsjahr 2015 auf 0 Euro reduziert wurde. Ja, wobei man dann doch etwas stutzig wird, wenn es einen Verlust von 4,1 Milliarden gegeben hat, dann ist 0 einfach noch viel zu viel. Warum nicht die 4,1 Milliarden dann in die langfristige Vergütungskomponente einfließen lassen? Das ist eine mehrjährige Komponente. Und da sollte das, was sich sicher auch schon vorher bemerkbar hätte machen können, da sollte das dann zumindest in 2015 in voller Höhe einfließen. Dann zweiter Punkt. Die Vorstände hätten einen Aufschub eines Teils ihres Bonus für 2015 zugestimmt. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat das Angebot der Mitglieder des Vorstands angenommen, für die im Zeitpunkt des Beschlusses aktiven Vorstandsmitglieder einen Anteil von 30% der variablen Vergütung für das Geschäftsjahr 2015 für 3 Jahre zurückzubehalten und unter den Vorbehalt der zukünftigen Aktienkursentwicklung zu stellen. Das ist wohl richtig, wobei man sich natürlich fragt, kann es in einem Jahr von 4,1 Milliarden Verlust überhaupt einen Bonus geben? Was aber am meisten stört, ist, dass dieser Aufschub an so wenig herausfordernde Aktienkursentwicklung, nämlich im Zeitpunkt der Beschlussfassung im Aufsichtsrat knappe 12%, über 3 Jahre gebunden ist, dass man sich schon fragt, wo liegt dort das von Herrn Pötsch postulierte gleiche Interesse des Vorstands mit den Aktionären. Die Aktionäre haben im Durchschnitt 2014 einen Preis von über 200 Euro bezahlt und werden jetzt damit konfrontiert, dass dieser Aufschub des Bonus in Höhe von 1 Million pro Vorstand daran gebunden ist, dass der Aktienkurs 140 erreicht. Das ist doch keine ausgewogene Gleichstellung der Interessen. Ein weiteres großes Thema ist die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bei Volkswagen. Sind die Aufsichtsratsmitglieder aus Ihrer Sicht unabhängig? Nach nationaler Vorgabe aus dem Kodex nein. Nach internationaler Best Practice ganz besonders nein. Das könnte vielleicht für die schwedische Vertreterin Frau Falkengren gelten, aber die ist der Chef der Hausbank einer großen Volkswagen-Tochter. Die Vertreter aus Katar können wir auch nicht als unabhängig einstufen. Erstens, weil sie einen großen Aktienbesitz haben, aber auch, weil sie immer Teil des ganzen Weiterentwicklungskonzepts zwischen Porsche und Volkswagen waren und dort große Beträge investiert haben, gemeinsam mit den Porsche-Familien. Und für Niedersachsen und die Familien Porsche und Piëch kann man das ja sowieso nicht postulieren. Insofern nein, vielleicht 0,5 von den von Volkswagen selbst vorgegebenen 4 unabhängigen Mitgliedern auf der Anteilseignerseite. Das ist definitiv zu wenig und fordert auch Nachdenken über eine gerichtliche Verfolgung heraus. Wird es Ihrer Meinung nach eine Anfechtung der Hauptversammlung geben? Eine Anfechtung der HV wird es wahrscheinlich nicht geben, aber es gibt natürlich als nächsten Zug für den mit der Erweiterung der Tagesordnung verbundenen Wunsch auf eine Sonderprüfung.
Die ist zwar auch durch die Stimmen der großen Familien und Katar und Niedersachsen abgelehnt worden, aber der nächste Zug ist für Stamm- und Vorzugsaktionäre bei Gericht eine Sonderprüfung zu beantragen für grobe Verletzungen des Gesetzes. Ich glaube, das hat eine sehr gute Chance, vor Gericht auch durchzukommen.